Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Zuschauerfrage. Heute geht es um die Fibromyalgie. Ihr ganzer Körper schmerze und sie fühlt sich permanent, als hätte sie einen riesigen Muskelkater und war natürlich auch schon bei Orthopäden und auch bei Internisten, die aber nichts gefunden haben. Ich wüsste so gerne, was das sein kann und ob es vielleicht was mit Fibromyalgie zu tun haben können. Ich empfehle Ihnen wirklich ganz dringend, einen Schmerztherapeuten von uns aufzusuchen, also einen Schmerztherapeuten, der nach Liebsche und Bracht die Osteopressurbehandlung beherrscht. Mithilfe dieser neuen Manualtherapie kann nämlich festgestellt werden, wie und durch was die Schmerzen, die Sie haben, verursacht werden. In vielen Fällen stellt sich nämlich heraus, dass durch massive Verkürzung der Muskeln und Faszien und aber auch durch die Übersäuerung der Gewebe vielerlei Schmerzen ausgelöst werden. Und schon nach der ersten Behandlung kann solch ein Schmerztherapeut Ihnen sagen, ob die Ursache im Bewegungssystem des Menschen liegen, also in ihren Muskeln und Faszien, und wenn ja, was sie machen sollen, um sie nach und nach zu beseitigen und auch wieder schmerzfrei zu werden. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn Sie auch meinen Kanal abonnieren. Haben Sie Fragen, Ideen, dann schreiben Sie mir doch einfach einen Kommentar.